Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich zeige euch heute mein Abi-Buch und ich glaube, das ist relativ witzig und vielleicht auch ein bisschen spannend für euch. Ich habe nämlich meine Abi-Buch-Seite an meine Freunde geschickt und einige waren davon so, what, was ist meine Seite? Und High-Performer-Seite, also das ist sehr witzig. Falls ihr ein bisschen Inspo für eure Abi-Buch, Abi-Zeitschrift-Seite braucht und generell wissen wollt, wie so ein Abi-Buch aufgebaut ist oder ihr euch mit mir unterhalten lassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Des Weiteren habe ich heute nämlich auch noch mein Abi-Zeugnis bekommen und ich habe euch alle Noten der Oberstufe abgefilmt, erklärt und gezeigt in diesem Video. Ich hätte nämlich einen Schnitt von 0,8 erreicht und habe euch jetzt auch mal genau gezeigt, wie man das eigentlich machen kann und wie das funktioniert. Also guckt auf jeden Fall auch noch nachher vorbei. Das hier ist unser Abi-Buch. Wir haben das Thema Be Real gehabt als Abi-Motto und zwar genau hier 2023. Am 8. Juli ist unser Motto, ist unser Abi-Ball. Und unser Motto war Abi Real. Wir waren auch nur 2 Minuten aufnahmefähig. Finde ich okay. Auf der Rückseite sind die ganzen Namen drauf und unsere Schule. Deswegen zeige ich das jetzt mal nicht. Wenn wir das Ganze aufblättern, haben wir auch erstmal ein paar Bilder, beziehungsweise so eine Art Jahrbuch. Vielleicht kennt ihr das so aus den USA, wo von jeder Person ein Bild drauf ist und der Name. Da werde ich euch auch auf gar keinen Fall die Bilder zeigen von den Personen, weil es ist so ein hässliches Jahrbuch geworden, also quasi mit so unvorteilhaften Bildern von den Personen. Ich muss sagen, mein Bild ist eigentlich ganz cute, blende ich euch mal hier ein. Und dann kommen die ganzen Steckbriefe, da kann ich jetzt auch eigentlich nur meinen zeigen. Blättern wir mal dahin. Let's go L. Hier, Lara Emily. Ich gehe jetzt mal ein bisschen hier auf diese Seite, damit ich hier alles einblenden kann. Erstmal haben wir meine 2 schönen Bilder. Wir sollten da ein Bild von uns früher und ein Bild von uns jetzt abgeben. Und das sind meine beiden. Ich finde mein früheres Bild auch richtig süß mit der Kette und dem Haarreifen. Also da merkt man schon meinen Style, den ich auch heute noch habe. Und das Blöde war, dass wir echt viele Kategorien hatten und ziemlich wenig Platz hatten. Es gab quasi noch mehr Kategorien, die ich aber alle nicht ausfüllen konnte, weil es einfach zu wenig Platz war. Deswegen habe ich einfach die für mich wichtigsten und lustigsten Kategorien ausgesucht und die werden wir jetzt mal abarbeiten. Also Lara Emily, Nachname. Steckbrief. Hobbys. Meine Hobbys sind Lesen, übers Lesen reden, Kampfsport, Poetry Slam, Social Media, Content Creation und Sprachen. Ich wollte erst nur auf Social Media aufschreiben und dann dachte ich mir so, nee, das klingt so, als würde ich nur den ganzen Tag auf Social Media rumhängen. Aber dann meine ich eigentlich viel mehr so die Kreation von Content auf Social Media. Und ich finde Lesen und übers Lesen reden auch so witzig, weil ich rede so gerne übers Lesen und über Bücher und bin auf BookTok und Bookstagram und so und tausche mich dann mit Leuten aus. Deswegen übers Lesen reden ist auch ein Hobby von mir. Dann haben wir die Leistungskurse. Da hatte ich Englisch und Politik, habe noch einmal meinen Lehrer geschrieben und mein Lebensmotto ist You can never be overdressed or overeducated. Das ist ein Zitat von Oscar Wilde übrigens. Da sehe ich mich in 10 Jahren. Da habe ich geschrieben, ich bin Juristin. Hat dann auch noch geschrieben, man könnte was genaueres sagen, aber definieren bedeutet begrenzen. To define is to limit ist auch ein Zitat von Oscar Wilde. In meinem Steckbrief ist ziemlich viel Oscar Wilde übrigens. Das fand ich irgendwie ein bisschen besser zu schreiben, Juristin mit Schwerpunkt Medien- und Gewerberecht oder so, sondern habe einfach so geschrieben, ja, ich mache irgendwas mit Jura, aber was genau kommt, das ist eher eine Begrenzung, wenn ich das jetzt hier sage. Ich möchte mir viel offen halten. Ja, dann hatten wir noch die Kategorie das Wichtigste und das Unnötigste, was wir in der Schule gelernt hatten. Das Wichtigste war bei mir, dass ich manchmal so clever bin, dass ich nicht ein einziges Wort von dem, was ich sage, verstehe. Auch ein Oscar Wilde Zitat übrigens. Ich liebe diesen Typen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Und das Unnötigste für mich war der Musikunterricht und zwar da speziell den verminderten Dominant-Septonakkord mit dominantischer Funktion im Grundton auf dem Xylophon zu spielen. Leute, no joke, wir mussten immer Xylophon spielen. Bis in die 12. Klasse hinein. Wir hatten jedes Semester eine praktische Note, weil wir Dinge auf dem Xylophon vorspielen mussten. Lol. Das Fach, was ich am meisten geschwänzt habe, war ehrlicherweise Sport. Was ich hier aufgeschrieben habe, war Freistunde. Ich muss sagen, weil ich in der Freistunde fast immer gearbeitet habe und fast immer irgendwelche Sachen noch gelernt habe, gemacht habe und so. Deswegen habe ich quasi Freistunde geschwänzt. Mein häufigster Abwesenheitsgrund war ohne Witz jugenddebattiert, also eigentlich auch krank sein. Ich glaube, ich war noch öfter krank als jugenddebattiert, aber ich war in der 12. Klasse öfter nicht da, weil ich halt mit jugenddebattiert unterwegs war. Entweder bei den Wettbewerben oder auf dem Seminar. Was ich an der Schule vermissen werde, sind meine Lieblingslehrer und alle, die dachten, sie wären meine Lieblingslehrer. Das Ding ist, Leute, nachher kommt das noch, aber ich wurde auch bei Lehrerliebling gewählt. Und ich habe mich immer sehr gut mit allen Lehrern verstanden. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass einige Lehrer dachten, sie wären meine Lieblingslehrer, obwohl sie das eigentlich gar nicht sind. Und im nächsten Punkt, kommen auch irgendwann meine Lieblingslehrer, oder? Habe ich die raus? Nee, das habe ich nicht mehr reingenommen. Ah, okay. Meine Lieblingslehrer sind aber auch alle Lieblingslehrer aus meinen Lieblingsfächern, aber wir wissen, Unterricht ist immer sehr lehrerabhängig, ne? Und deswegen, meine Lieblingsfächer waren Politik, Spanisch und Englisch. Man merkt, ich mag gern die Sprachen. Mein Hassfach oder meine Hassfächer waren Mathe, Biologie,
und alle anderen Navis hätte ich sie nicht abgewählt. Ja, also ich meine, hätte man mich jetzt in der Unterstufe und Mittelstufe gefragt, hätte ich safe noch Chemie und Physik gesagt. Aber diese beiden Fächer hatte ich ja nicht mehr in der Oberstufe, deswegen nur Mathe und Bio. Wobei ich sagen muss, Sport hätte eigentlich auch draufstehen müssen. Meine Lieblingserinnerung an die Schulzeit, das ist bei mir ein bisschen länger geworden. Und das ist ziemlich witzig, sag dazu gleich nochmal was, und zwar habe ich aufgeschrieben, alle Dinge, die Frederik und ich für Frau blablabla gemacht haben, in Klammern Trinkspiel bauen, über Zäune klettern, Vanillekipferl backen, in 5 Minuten durch 2 Museen rennen und dann auch die mündliche Abiturprüfung in Spanisch mit den 3 Lehrern, die bei mir die Prüfer waren. Diese Lehrerin ist unsere Geschichtslehrerin und sie war immer sehr anspruchsvoll und immer sehr kreativ. Wir hatten sehr viele Aufgaben bei ihr, die auch ein bisschen außergewöhnlich waren. Also das Fach war immer schon witzig. Frederik ist übrigens der Junge, mit dem ich auch immer zusammen gelernt habe. Kennt ihr auf jeden Fall aus meinen Lernvlogs, da haben wir ganz oft zusammen gelernt. Und wir haben uns sehr angestrengt, in Geschichte eine gute Note zu bekommen. Dann Lieblingszitat. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob man da ein generelles Zitat meint oder ein Zitat, was in der Schule mal gefallen ist. Deswegen habe ich einfach 2 aufgeschrieben. Und zwar ein Lehrerzitat von mir war ein Zitat von einem Lehrer, der hat mal... Es war ganz witzig, er hat irgendeine Frage gestellt und wir haben alle nicht geantwortet. Und dann meinte er als Reaktion, ja, dies ist eine bissige, aber eindeutig wertende Stille. Das fand ich sehr witzig, deswegen habe ich das aufgeschrieben. Und mein generelles Lieblingszitat ist ein Zitat von Albert Camus. Das habe ich hier auch noch unten aufgeschrieben. Mein Ratschlag an mein jüngeres 7. Klasse-Ich war, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also man denkt ja ganz viele Dinge, die aber einfach nicht stimmen. Und ich muss mir auch selbst immer wieder sagen, Gedanken sind keine Fakten. Und gerade wenn man sich immer Panik macht und Angst hat, Gedanken sind keine Fakten. Dann habe ich auch noch aufgeschrieben, du wirst dein Abitur in Spanisch schaffen, obwohl du immer noch nicht den Unterschied zwischen Indefinido und Imperfecto kennst. Das sind beides 2 Zeitformen, die ich bis heute nicht ganz unterscheiden kann. Ich weiß so die Indikatoren, ich weiß es theoretisch, aber das praktisch anzuwenden fällt mir immer noch schwer. Und trotzdem habe ich in Spanisch 15 Punkte bekommen, also das ist, glaube ich, schon ganz okay. Ein ganzes Video zu meiner spanischen mündlichen Prüfung gibt es aber auch hier schon auf YouTube. Jetzt kommen wir schon zu den Schülerrankings. Ich lese euch mal alle Kategorien vor und ihr könnt ja mal im Kopf mitdenken, was ihr denkt, wo ich gewählt wurde. Also wir hatten Fehlstundenkönig, Königin, stellt die dümmsten Fragen, größter Schleimer, Alkoholiker, the biggest glow-up, nervt am meisten, Profi-Schwicker, hat die besten Ausreden, bester Style, kommt immer zu spät, Handysuchti, bekommt als erstes ein Kind, Social Media Queen oder King, Lehrerliebling, biggest Simp, wer will alles für Geld tun, wer bleibt ewige Jungfrau, wer will am ehesten was beim Lehrer haben, wer könnte das Couple abgeben, wer landet unter der Brücke, Best Friends, wer ist Catfish und größte Lästerschwestern. Das sind ziemlich viele Kategorien. Ich finde auch einige echt gemein. Vor allem sollen die Kategorien auch nochmal beim Abiball vorgelesen werden. Dann wird man quasi so gekürt. Ich bin gespannt, wie das ist. Dazu möchte ich auch mal kurz ansprechen, dass ich einfach mich komplett aus dem Ranking rausgehalten habe. Ich habe wirklich keinen einzigen gewählt, außer bei Best Friends, weil ich mir so dachte, ich habe keine Ahnung, ich will damit nichts zu tun haben. Ich finde einige Kategorien echt ein bisschen blöd. Deswegen, ich habe da bei gar keinem irgendwie mitgewählt. Aber auf jeden Fall kommen jetzt die Kategorien, in denen ich auf dem Podest stehe quasi. Und zwar ist das zum einen größter Schleimer. Bei größter Schleimer bin ich auf Platz 2. Und der Freund, bei dem ich immer lerne, Frederik, ist auf Platz 1. Leute, ich würde nicht mal sagen, dass ich schleime. Vor allem das Witzige war sogar, dass bei unserem Abi-Streich die Lehrer auf die Bühne geholt wurden und dann quasi die Lehrer gefragt wurden, was sie denn denken, wer bei den Kategorien gewonnen hätte. Und dann wurde halt eben gesagt, ja, Lara ist bei größter Schleimer. Und dann meinte mein Klassenlehrer so, nee, das stimmt nicht, sie schleimt nicht oder so. Das war ganz witzig. Ich würde mich auch nicht unbedingt so einstufen. Ich komme gut mit den Lehrern klar und man kommt mit Schleim auch echt nicht weit, wenn man da jetzt wirklich so richtig krass schleimt und sagt so, soll ich ihre Tasche tragen? Leute, nein. Machen wir mal weiter. Dann bin ich noch gewählt worden bei Social Media Queen. Da bin ich auf Platz 1. Und Leute, bei Lehrerliebling bin ich auf Platz 1. Ich weiß, einige hätten sich vielleicht darüber nicht gefreut. Ich fand es aber irgendwie auch ganz süß, dass ich bei Lehrerliebling da von den Leuten gewählt wurde. Von den Leuten, lol. Von meinen Klassenkameraden. Was mich oder was uns sehr überrascht hat, war, dass Frederik und ich gewählt wurden bei Wer könnte cutes Couple abgeben? Also wie wir da gewählt wurden, weiß ich auch nicht. Aber wir beide meinten, wir haben uns beide da eigentlich nicht gewählt. Dann gibt es hier noch ein paar Bilder. Die kann ich jetzt aber auch eher nicht zeigen, weil es halt immer so Gruppenbilder waren. Oder Gemeinschaftsbilder, Friendship Pictures. Die Zitate-Sammlung finde ich auch sehr witzig, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Privacy, oder? Das ist so witzig, also die Zitate sind echt witzig, das sind hauptsächlich so Lehrer-Zitate. Und das ist so witzig, weil die Lehrer wirklich so iconic waren.
ab und zu. Schreibt auf jeden Fall Zitate in euer Abi-Buch, das ist echt witzig. Und mir wären auch noch mehr Sachen eingefallen, die ich aber nicht reingeschrieben habe, weil ich nicht wusste, dass wir sowas hatten überhaupt. Aber okay, witzig. Jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mich und meine Klassenstufe. Ich hoffe, euch hat es unterhalten, vielleicht ein bisschen geholfen und Spaß gemacht, hier zuzugucken. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr Videos in diesem Bereich. Und ich